Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Angriffsrunde 5 hier bei Castle Story. Wir hören schon den Signalton, gleich geht's wieder los, gleich kommt wieder der Angriff. Hier haben wir unseren einen oben drauf gestellt, der soll hier ein bisschen die Leute, die aus Süden kommen, abhalten. Und ich lasse meine ganzen Arbeiter jetzt mal hier zurückkommen. Na komm Mädels! Ja. Na toll, die Monster kommen und die streiten sich darum, wer als erstes hier runter darf, oder was? Alles klasse. So. Irgendwo hat es einen Angriff. Ach, hier drüben fangen sie an. Er wird langsam echt gut hier mit dem Schießen. Oh, und die Jungs, ihn lassen wir lieber schnell hier abhauen. Und der soll von oben hier helfen. Gehst du mal hoch? Oh, es war echt eine gute Taktik. Allerdings machen die mir hier halt mein halbes Schloss halt eben dafür kaputt. So, du könntest auch mal hier mithelfen. Ah, oh, und worauf wartet Merlin? So, der Tanuki wartet irgendwie auch aufs bessere Wetter. Aber wir haben es überlebt, wieder mal. Ja, 45 sind gestorben durch uns. Und wir können ein bisschen anfangen, hier unser Schloss wieder aufzuräumen. Sieht nicht schlecht aus. Auf was gehen wir? Ich würde sagen, ein Archer auf jeden Fall. Und dann wieder ein Arbeiter. So, du gehst in die Mine. Und was brauchen wir noch? Tau darf auch beim hier anfangen zum helfen. Noch einen extra, der dritte. So, hat echt einen guten Job gemacht da oben. Obwohl das Ganze hier jetzt natürlich echt katastrophenstellig aussieht. Die haben uns das halbe Gebäude hier eingerissen. Und das müssen wir jetzt erstmal hier wieder ein bisschen aufbauen. Einmal, zweimal. Dann hier den Bogen. Und natürlich hier noch unsere Angriffsabsicherung. So, da oben ist wieder nichts getan worden. Tolle Arbeiter. Aber hier oben hatten wir einen echt guten, eine gute Abwehr. Also die Mauer hat sich schon mal ein bisschen bewährt. So, obwohl hier auch zwei Löcher in der Wand entstanden sind. Einmal hier und einmal hier. So, wie sieht's da aus? Da können wir auch noch einen dritten hinbauen. Und ich warte eigentlich nur drauf, dass die entsprechend hier... Was bedeutet der Stern? Ach, ein Toter. Okay. Gut, das war der Angriff. Ich möchte einen neuen Arbeiter haben langsam. Und ich bräuchte einen neuen Schwertkämpfer, weil ich glaube, unser Ralfi wird das auch nicht mehr lang mitmachen. Louis, was ist mit dir los? Ach, der kommt hier nicht raus. Das ist sein Problem. Oh!
Die Hoshis haben hier ihn so eingekerkert. Cancel. So, müssen wir hier ein bisschen abreißen. Der hier kommt weg. Komm, Louis, du kannst dich drum kümmern. Ja, reiß mal hier ab. Komm, schau wieder raus. Und hier der nächste Experte für Bau. Ach, Hoshis. Abreißen den und den bitte. Und ich glaube, die beiden müssen wir hier auch wegtun. Ich meine, wenn, dann wollen die eh nur durch die Wand. Entsprechend hin. Aber die Mauer ist eigentlich schon wieder, ja, nicht gut, aber läuft. So, was macht er? Ach, er ist Aufräumsquad. Und wir haben dieses Mal gar niemand hier in die Mine geschickt. Und das darf er jetzt noch entsprechend machen. Vielleicht finden wir ja endlich mal hier auch ein bisschen so blaue Bubbele. Runde würde ich, glaube ich, die Mauer hier direkt in die andere reinziehen, dass sie sich damit rumschlagen müssen. So. Genau, dann machen wir da komplett zu. Nicht, dass sie dann hier irgendwie an der Mauer sind, angreifen und ja. Oh, worauf wartet er jetzt wieder? Hallöchen. Er kommt doch hoch. Jetzt muss er irgendwo anders hinlatschen, nur weil der gute Tao hier mal wieder nicht blickt. Na. No. So, wie sieht's hier aus? Ja, ist okay. 2 Minuten noch bis zur nächsten Angriffswelle. Louis hat mal wieder keine Lust. Und unsere Gegner kommen allerdings noch nicht rein. Hier drüben unsere Außenverteidigung. Die Westwand, ja, da klappt's irgendwie nicht. Ja, bei den Steinübergaben, da haben sie immer so ein bisschen ihre Probleme. Aber die Mauer sieht langsam nicht schlecht aus. Und ich denke, wir können hier auch noch mal einen extra Block ansetzen. So. Verteidigung oder Bauer? Ich denke, ein zweiter Verteidiger wird nicht schaden. Da.
So, und Bilbo schicken wir nach hier oben. Dann kann er nämlich hier diesen Bereich ein bisschen abschützen. Und ganz schnell unsere Kleinen nach Hause jagen. Na, no, schieß mal besser. Ah gut, er kann hier direkt runterschießen. Aber ich denke, Ralf schicken wir mal ein bisschen hier hin, weil die werden gleich entsprechend da sein. Aua, aua, aua! Töte ihn! Töte ihn! Wurde getötet. Geht ins Gebäude! Hat er jetzt gerade eben meinen eigenen erschossen? Oh, Schrott. Ja. Das ist natürlich ärgerlich. Wir haben immer noch einer, springt irgendwo rum. Okay, lief ja ganz klasse die Runde. Ja. Dann werden wir hier wohl wahrscheinlich wieder ein bisschen aufbauen müssen. Das hat uns gerade richtig Leben gekostet. Arbeiter, Verteidiger, oh, alles ging drauf irgendwie. So, könnt ihr hier mal... Mädels, da hinten steht noch einer. Du räumst auf, du baust auf, du gehst in die Mine. Und natürlich brauchen wir... Okay, ich glaube, die haben beide Archer jetzt gekillt. Oh, das ist... Ich war mit dem hier oben eigentlich echt zufrieden. Aber weil ich meine beiden, hier runtergeschickt habe, hat es mir das natürlich das Genick gebrochen. Ja, Schrott. Ja, aber das ist es halt immer bei Survivals. Da kann man halt nichts machen, da steckt man halt nicht drin. 63 Leute haben wir schon von denen gekillt. Hier bauen wir mal wieder ein bisschen unsere Wand auf. So. Da ist auch noch ein Loch drin. Noch eins. Hier können wir noch ein bisschen. Und dort oben. Machen wir hier so einen Ausguck noch mal hin. So, ich brauche einen zusätzlichen Archer. Dann gehen wir wieder ein bisschen mehr auf die Innenverteidigung. Bauen unser Castle hier in der Mitte noch ein bisschen weiter aus. Und hier vielleicht noch. Schauen wir uns mal um, wie sieht es denn aus?
Ach, jetzt habe ich 3 Archer. Ah, okay. Stimmt, ich hätte einen Arbeiter wieder zurück machen sollen. Na, Schrott. Gut, Aufräumarbeiten sollten eigentlich soweit langsam fertig sein, oder? Wo ist der? Er räumt auf. Ah, okay. Da haben wir ein bisschen Gold bekommen. Okay, das war jetzt natürlich ein Fehler. Ich hätte den Arbeiter ersetzen sollen. So, Merlin, du bist mal hier beim Hausbau. Ich brauche mal hier. Und natürlich brauchen wir hier auch wieder eine Türe, die uns ein bisschen schützt. Und ich überlege echt, ob ich gerade hier, um das Ganze ein bisschen abzusichern, nicht irgendwie so einen Steineingang mache mit mehreren Türen, durch die sie sich erstmal einfach durchbrechen müssen. Und gleichzeitig kann ich sie von oben beschießen. Das wäre eigentlich auch eine Idee, dass ich hier sie von oben schießen lasse. Also die Gegner probieren hier durch die Türen zu kommen. Und gleichzeitig kriegen sie voll eins auf die Ömmel. Gut, wie sieht's hier aus? Unsere Angriffsstruktur vorne. Na, da brauchen wir wieder ein bisschen was Ordentliches. So, zweimal. Okay, was machst du, Merlin? Ach, der, jetzt kommt er auf die Idee, da drüben die... Gut, ich brauche ihn noch hier entsprechend. Und den Bau setzen wir mal hier drüben an. Und dann mache ich wirklich mal so, dass ich einfach mal so zum Spaß... Die werden mir eh dran vorbeilaufen. Ich hier einfach mal zum Spaß 4 Türen hintereinander. Ich habe keine Ahnung, ob das geht, aber wir testen es einfach mal. So, die Mauer hat mich bisher echt enttäuscht. Irgendwie sind die immer reingekommen. Hier über diesen Bereich. Und ich konnte nichts dagegen machen. Müssen wir irgendwie noch anders ansetzen oder anders bauen. Ja, der hier muss eh weg, damit er die Mauer hier fertig bauen kann. Und der hier muss auch weg. Eine Minute und ich glaube, es wird echt immer schwieriger. ich glaube, diese 6. Nacht, die hat mir echt irgendwie das Knick gebrochen. Ja, aber ich denke auch wieder, wir schauen uns das Ganze dann wieder morgen an in der neuen Runde. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und bis morgen dann. Ciao, ciao.